would do that. And now I'm gonna lose it. That's me. Eine Gruppe von Jugendlichen hat sich zusammengefunden, um einen Film über ihr Dorf zu machen. Hier machen sie ihre ersten Filmversuche unter einem Mangobaum. Die Kamera geht von Hand zu Hand. Es muss schnell gehen, wegen der Akkus. Die können wir hier im Dorf nicht aufladen. Wir besprechen das Konzept für den Film und legen die wichtigsten Teile fest. Ist okay. Amor Daniel kommt nach der Feldarbeit, um den Kommentar auf Band zu sprechen. In unserem Land ist Wasser ein großes Problem, wenn zum Beispiel lange kein Regen fällt. In unserem Flusswasser gibt es Bakterien. Deshalb holen wir das Trinkwasser aus der Erde. Außerdem haben wir zwei Wasserstellen am Fluss. Für Wasser zum Waschen und Kochen. Wie ihr seht, müssen wir Kinder und Jugendlichen selbst das Wasser holen. Die Kinder müssen natürlich stark genug sein, um es zu tragen. Und sie müssen sich gegenseitig helfen. So two guessing. One, two, three. Hey. Oh, true. Yeah. I made it, baby. Mumbla, mumbla. In der Trockenzeit ist Wasser schwer zu bekommen. Auch in der Regenzeit ist es schwer, weil die Kinder auf dem matschigen Boden leicht ausrutschen. Das Wasser, das wir trinken, ist nicht gut. Aber wir haben keine Alternative. Wir pumpen es aus der Erde. Manchmal gibt es Bakterien drin. Wasser ist ein großes Problem für uns, besonders für die Kinder. Sie sind oft müde vom Wasserholen. Manchmal kommen sie deshalb zu spät zur Schule. Hello. What are you doing? I'm reading. Yeah. Okay. Thank you.
mal die Interview. Uns Kindern wird schon früh beigebracht, wie man Landwirtschaft betreibt, besonders wie man mit dem Buschmesser umgeht. Denn Landwirtschaft ist unheimlich wichtig. Wie kann man sonst existieren? Ihr seht uns hier auf einem Feld arbeiten. Wenn wir Landwirtschaft betreiben wollen, brauchen wir Land. Das Land müssen wir vom Busch befreien, das heißt roden. Das Unkraut müssen wir verbrennen und die Erde säubern. Erst wenn das erledigt ist, kann man anfangen zu pflanzen. Für das Roden braucht man unbedingt ein Buschmesser, weil wir hier keine Maschinen haben. Auch um das Unkraut zu beseitigen, das immer wieder schnell in der Pflanzung wächst, ist das Buschmesser wichtig. Wenn die Farmprodukte, zum Beispiel Bananen, reif sind, werden sie mit dem Buschmesser geerntet. Ein Teil wird nach Hause gebracht, ein anderer Teil zum Verkauf. Es ist hier ganz schwierig, Geld zu bekommen. Nur die Leute, die reich sind und viel Land haben, können Landwirtschaft im Großen betreiben. Die meisten Leute haben nur ein kleines Stück Land. Die Herstellung von Abyssinia-Schmuck hilft uns, Geld zu bekommen. Damit können wir dann zum Beispiel unsere Schule bezahlen und alles, was wir brauchen, kaufen. Am Anfang braucht man Kapital, um Werkzeug und Kupferdraht zu kaufen. Der Kupferdraht wird geglüht und dann mit Zangen bearbeitet. Wenn die Arbeit fertig ist, kommt der Händler aus der Stadt und kauft unsere Arbeiten, wie er will. Diese Abhängigkeit vom Händler ist nicht gut. Aber mit dieser Arbeit können wenigstens viele Kinder, deren Eltern kein Geld haben, sich versorgen und Schreiber oder Buch, was sie in der Schule brauchen, kaufen. Hier wird Fufu zubereitet. Fufu ist ein ganz wichtiges Essen für uns. Wenn man eine Familie hat und Pflanzen wie Cassava, Kokoyam und Kochbananen anbauen kann, kann man täglich Fufu zubereiten. Man schält die geernteten Wurzeln und kocht sie. Dann muss man sie etwas abkühlen lassen und danach zu Brei stampfen. Fufu ist für uns sozusagen das beste Essen, unsere Hauptmahlzeit. Dazu isst man eine Suppe aus Fleisch, zum Beispiel Schnecken, die man findet, oder aus Trockenfisch oder Erdnusssuppe. Schon unsere Vorfahren haben Fufu gegessen. Es ist Aufgabe der Jugendlichen, das Dorf sauber zu halten. Hier seht ihr das Fegen am Sonntagmorgen, damit kein Müll herumliegt, der Krankheiten bringt. Fegen wir und verbrennen ihn, zum Beispiel auch bei den Toiletten. Wir jäten auch das Unkraut um unsere Häuser herum, damit wir keine Moskitos haben. Ça, c'est bon.
Tanzen hilft uns viel in unserem Land. Mit Tanzen kann man Geld verdienen. Tanzen hilft uns, uns an unsere Kultur zu erinnern. Wer hier Musik hört, tanzt. Wir schämen uns nicht zu tanzen. Wenn Leute traurig sind, werden sie von ihrer Trauer durch Tanzen oder Singen abgelenkt. Tanzen kann man Liebe zeigen, auch anderen Leuten zeigen, dass wir Kultur haben. Gegen 7 Uhr wird es schnell dunkel. Licht geben dann nur noch wenige Kerosinlampen, denn Kerosin ist sehr teuer. Zwei Stunden später ist es in Shibuya still geworden. Manchmal zieht es einige dann noch zum einzigen Fernseher, den es im Dorf gibt.